Hallo, willkommen zurück in der nächsten Folge der Knowledge Bites. Schön, dass du wieder in unseren Podcast reinhörst. In unserem dritten Knowledge Byte geht Lena Wörner näher auf die Thematik Lean vs. Agile ein. Dabei wird dir Lena erklären, wie beide Ansätze entstanden sind und wie sie sich gegenseitig ergänzen. Lena arbeitet bei Deloitte als Beraterin im Bereich Financial Services. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf der Anwendung und Implementierung agiler Arbeitsmethoden und Lean-Management-Methoden in Projekten und der Begleitung von Organisationstransformationen. Viel Spaß beim Zuhören! In Unternehmen besteht häufig die Annahme, agile Arbeitsweisen seien der neue Trend, der langwierig eingeführte und oft etablierte Arbeitsweisen ersetzen würde. Der Fehler, den viele Führungskräfte und Organisationen machen, ist zu glauben, dass sie sich zwischen der Einführung agiler Methoden und der Beibehaltung von Lean Management entscheiden müssen. In der Tat stimmt es nicht. Die Wahl ist nicht nur unnötig, sondern die beiden Methoden ergänzen sich auf eine Weise, die von ihnen erzeugte Wirkung erhöht. Hierzu ist es einmal wichtig zu verstehen, dass Lean Management und agile Methoden keine gegensätzlichen Denkweisen sind. Lean Management hilft Unternehmen, seit über 70 Jahren Werte zu schaffen. Beginnend in den 1940er Jahren mit seinen Wurzeln im Toyota-Produktionssystem hat sich Lean Management von der Fertigung auf den Servicebetrieb und fast jede andere Abteilung und Funktion in Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungsinstitutionen auf der ganzen Welt ausgeweitet. Organisationen, die nach Lean Management arbeiten, versuchen, Aktivitäten zu identifizieren und zu eliminieren, die vom Kunden oder dem Endnutzer nicht geschätzt werden. Diese systemische Analyse von Prozessen und Wertströmen zur Reduzierung von Verschwendung, Variabilität und Inflexibilität führt zu Leistungssteigerung, Kostenkontrolle, erhöhter Produktivität und Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig erhöhen sie das Mitarbeiterengagement und sie praktizieren eine Denkweise der kontinuierlichen Verbesserung und flexibler Arbeitsprozesse, in denen alle Mitarbeiter neue Ideen und Vorschläge einbringen können, damit die Organisation im Laufe der Zeit besser wird. Lean steht somit für Effizienz und Effektivität. Agile ist jüngeren Datums und hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung in den 1990er Jahren, die nach der Veröffentlichung des Agilen Manifests im Jahr 2001 beschleunigt wurde. In den letzten 10 Jahren hat sich Agile schnell auf andere Branchen wie Telekommunikation und Banken ausgeweitet. Im Gegensatz zum traditionellen Prozess der Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung, der früher sehr sequenziell und zeitaufwendig war, ist Agile viel schneller und flexibler. Agile Modelle erfordern eine iterative Entwicklung, die darauf abzielt, einen frühen Prototypen eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung so schnell wie möglich in die Hände der Kunden zu bringen. Die Teams erfassen dann Feedback und iterieren über schnelle Zyklen, um das Produkt oder die Dienstleistung im Laufe der Zeit zu verfeinern. Agile Ansätze haben sich seitdem über den Bereich der Produktentwicklung hinaus ausgeweitet und Unternehmen organisieren sich zunehmend agil. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass sich Lean Management und Agile gegenseitig ausschließen, auf grundlegend unterschiedlichen Prinzipien und Ansätzen basieren und für sehr unterschiedliche Arten von Aktivitäten anwendbar sind. Lean Management sei eher für routinemäßige, wiederholbare Aufgaben geeignet, während agile Methoden nur für Projekte und kreative Aufgaben anzuwenden seien. Daher müssten Organisationen, Abteilungen oder Funktionen eine dieser Methoden auswählen und sich ausschließlich darauf konzentrieren. In Wirklichkeit haben beide ähnliche grundlegende Ziele: effiziente Wertschöpfung für einen Kunden, bessere Arbeitsweisen zu entdecken, um kontinuierlich zu lernen und sich zu verbessern, Strategie und Ziele transparent zu machen, um Teams einen sinnvollen Zweck zu geben und Menschen zu befähigen, ihren Beitrag zu leisten und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Diese Ziele gelten für jedes Team oder jede Aktivität in einer Organisation. Es gibt jedoch verschiedene Wege, sie zu erreichen. Sowohl Lean Management als auch agile Methoden bieten Teammodelle, Arbeitsweisen und Toolkits, die auf jede Weise eingesetzt werden können, die für eine Organisation am sinnvollsten ist. Die Tatsache, dass die beiden Systeme auf den gleichen grundlegenden Überzeugungen aufbauen, macht ihre Elemente sehr komplementär. Darüber hinaus kann Operational Excellence oft nicht ausschließlich durch Lean Management oder agile Methoden erreicht werden, sondern durch die Kombination beider Systeme unter der Verwendung zugehöriger Toolkits. Durch die Verbindung beider Denkweisen entsteht das sogenannte Lean Agile Thinking, das als Grundlage einer erfolgreichen agilen Transformation oder großer agiler Projekte unverzichtbar ist. Was kann nun der erste Schritt sein, agile Methoden und Lean Management in der Praxis zu verheiraten? In einem ersten Schritt wird die zu verrichtende Arbeit bzw. die Prozesse analysiert. Dies kann beispielsweise über Fokusgruppen und Interviews, aber auch über Value Stream Mapping oder Postmortem-Analysen geschehen. In einem zweiten Schritt kann dann mit Hilfe agiler Methoden wie beispielsweise Design Thinking am Problem gearbeitet werden und ein erster Prototyp für beispielsweise einen neuen Prozess erstellt und getestet werden. Der dritte und dabei erfolgskritischste Schritt ist die Verankerung eines passenden Vorgehens für die kontinuierliche Verbesserung. Hier reichen die Möglichkeiten von regelmäßigen Mitarbeiterfeedbacks bis hin zu regelmäßig durchgeführten gleichgearteten Analysen und Stichproben. Hier gilt es, für jedes Unternehmen individuell den richtigen Weg zu finden. Selbstverständlich können Kolleginnen von Deloitte diesen Prozess begleiten. Wenn auch du Interesse an dem Thema Verbindung von Lean Management und weiteren agilen Methoden in deinem Unternehmen hast, unterstützen wir dich gerne mit vertiefenden Informationen und Workshops. Hast du bereits auch schon in unsere anderen Folgen des Podcasts hineingehört? Wir haben gerade die zweite Folge von Karin Eilers Beitrag zum Thema Agile Mindset veröffentlicht. Darin bespricht sie mit Andreas Loger, was sich hinter dem Agile Mindset verbirgt und wie es missverstanden werden kann. Viel Spaß beim Zuhören! Bis zum nächsten Mal und bleib agil!